Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder einer Art Serientalk, denn ich möchte mit euch über The Witcher sprechen. Eine Serie, ja, die gehypt wurde, bevor sie gefühlt überhaupt fertig war. Seitdem bekannt wurde, dass Netflix hier etwas plant, stand die Welt gefühlt Kopf. Alle fragten sich, könnte The Witcher ein Nachfolger von Game of Thrones werden? Kann es das High Fantasy Loch, die Lücke, die jetzt irgendwie entstand nach der letzten Staffel von Game of Thrones, kann die gefüllt werden, bevor dann irgendwann die neue Mittelerde-Serie kommt, die ja über Amazon Prime bestellt wurde und ja auch irgendwie jetzt schon in Vorbereitung ist. Auch ich habe mir diese Frage gestellt, denn mir hat der Trailer unfassbar gut gefallen. Oder der Teaser, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Teaser war ja zuerst da. Ich habe mich dann ja mit The Witcher beschäftigt, habe mir ja dann, ja, ich glaube 80 Folgen von Gronkhs Let's Play angeschaut. Ja, ich konnte die Faszination vorher nicht verstehen, warum Leute sich ein Let's Play anschauen, bis ich dann tatsächlich ja The Witcher 3 entdeckte bei Gronkh und es für mich wirklich war, als würde ich durch einen Film laufen. Und so habe ich im Grunde Bezug genommen zu The Witcher, war fasziniert von dem Spiel, war fasziniert von dieser Welt und war schon da irgendwie begeistert von dieser magischen Welt, in der es Hexen gibt. Es gibt Hexer, es gibt Magie, es gibt ungeheuerliche Dämonenwesen, es wird Drachen geben und es gibt natürlich wieder die Menschen, die ja Krieg spielen, machen, wo es um Machtspiele geht. Und es geht eben auch unter anderem um den Hexer Geralt von Riva. Und ich war fasziniert von diesem PlayStation-Spiel. Ich selbst bin nicht der größte Zocker. Ich spiele, wenn es hochkommt, ein paar Mal im Jahr Sims auf dem PC. Und ja, ich kann damit gefühlt tatsächlich nicht allzu viel anfangen, aber fand diese Welt, dieses Rollenspiel mit dieser Open World, wie man ja irgendwie so schön sagt, fand ich faszinierend. Zudem habe ich dann auf meinem E-Book-Reader entdeckt, ja Steffi, den ersten Teil, der letzte Wunsch, den hast du sogar auf dem Sub. Wie konnte dir das wohl entgehen? Ja, lag einfach daran, dass ich ja noch nicht, also schon lange Lovely Books nutze, aber noch nicht so lange, wie ich einen E-Book-Reader habe und ich ja nicht alle Bücher tatsächlich irgendwo wann mal katalogisiert habe. Was tatsächlich mit E-Books, finde ich, immer ein bisschen schwieriger ist, als mit den Büchern, die einem im Regal entgegenlachen. Und so habe ich jetzt kurz vor Start der Serie noch Der letzte Wunsch gelesen, was im Grunde die erste Geschichte ist, aber vor der eigentlichen Hexersaga spielt. Die ist nämlich fünfteilig, wurde jetzt auch neu vom DTV-Verlag herausgebracht. Und Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung sind Kurzgeschichtenbände zur Vorgeschichte zu dieser Hexersaga. Und ja, es gibt verschiedene Meinungen, wie man die Bücher anfangen sollte, aber ja, ich habe mich für Den letzten Wunsch entschieden mit dieser Vorgeschichte und musste jetzt tatsächlich eine Serie entdecken. Es macht Sinn, dass ich damit angefangen habe. Denn ich habe mich wahrscheinlich nur mit sehr wenigen Dingen aus der Buchwelt jetzt in der Serie gespoilert. Denn auch die erste Staffel von The Witcher beginnt mit diesen Episoden, mit diesen in die Welt hineinschmeißen, wie es das Buch von Sapkowski macht. Ich habe die Serie an einem Wochenende, am letzten Wochenende, weggesuchtet. Es sind, glaube ich, jetzt 7 oder 8 Folgen gewesen. Ich muss mal schnell nachschauen. Ich glaube, tatsächlich 8 Folgen. Und es ist jetzt ab dem 20. Dezember online auf Netflix verfügbar. Es sind gleich alle Folgen da. Und wir haben hier Schauspieler, die ich grandios fand. Ich bin natürlich jetzt niemand, der groß geprägt ist von den Büchern. Mein Geralt sah gefühlt halt auch schon jetzt in der Buchvorlage so aus, wie ich ihn aus Teasern und Trailern und dem Spiel kannte. Und man weiß von den Machern der Serie, dass es ihnen schon irgendwie wichtig war, dass man doch ein bisschen diese Spieler oder ja, die halt diese Welt kennen, abholt. Genauso ist Henry Cavill, der Geralt von Riva spielt, ein großer Fan der Spiele. Und man hat schon gesagt, man muss natürlich ein bisschen die Spieler mit dazu holen, aber auch die Buchkenner. Und so versucht man eine Mischung zu machen. Wir haben 8 Folgen, die beginnt mit des Endes Anfang. Und ich war jetzt vielleicht nicht ab der ersten Minute, aber spätestens ab Minute 2 oder 3 wirklich sehr angetan.
Ich hatte keine ganz so große Erwartung. Ich bin auch nicht an die Serie herangegangen, wie manch anderer, der gesagt hat, ja, kann das was? Kann das verglichen mit Game of Thrones was? Man muss natürlich einfach dazu sagen, ja, man ist durch Game of Thrones und ja, auch wenn man an den Herrn der Ringe denkt und so manch andere mittelalterliche High-Fantasy-Serie und Verfilmung schon daran gewöhnt, dass es ein gewisses Niveau gibt. Aber wenn man sich an die erste Staffel von Game of Thrones erinnert, die natürlich auch schon 10 Jahre her ist, weiß man, dass auch Game of Thrones zu Beginn nicht ganz so groß war und auch nicht ganz optisch so extrem highlightig war, wie es vielleicht dann in Staffel 6, 7 oder gar 8 war. Und mit diesen Gedanken bin ich dann natürlich auch in die Serie gegangen. Und ich möchte euch jetzt gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ich kann schon sagen, dass ich die Serie absolut feiere. Ich saß gebannt vor meinem Fernsehen, vor meinem Netflix, vor dieser Serie und dachte mir, ununterbrochen gefühlt, ist das geil. Sieht das Hammer aus. Was für ein geiler Dialog. Was passiert hier? Wie fügt sich alles zusammen? Ich war hin und weg und fasziniert auch von der Erzählweise. Wo ich jetzt von manchen schon gehört habe, dass sie mit diesen unterschiedlichen Zeitsträngen so ihre Probleme hatten, als es sich dann am Ende fügt, ich das aber grandios erzählt fand. Ja, ich fange vielleicht mal von vorne an. Sapkowski, der Autor, hat auch mitgewirkt jetzt bei der Serie, was ich tatsächlich sehr gut finde, sehr wichtig finde, dass man hier den fragt, der im Grunde der Erfinder einer Welt ist. Konnte man natürlich nicht so richtig beim Herrn der Ringe zum Beispiel machen, was an mancher Stelle der Geschichte auch geschadet hat. Ich möchte ja den Herrn der Ringe immer gar nicht so schlecht machen, aber so manche Dinge, glaube ich, hätte Tolkien tatsächlich gerade bei Hobbit 2 und 3 anders gesehen. Aber das, da möchte ich gar nicht bashen. Hier merkt man, dass man eine Geschichte erzählt, dass man die zu Beginn auch sehr langsam erzählt, obwohl wir direkt in die Welt geworfen werden. Wir haben wirklich eine Episodenerzählung, ähnlich wie im Letzten Wunsch, dass wir Geralt begleiten in dieser magischen Welt, die so ein bisschen ja, Krieg ahnen lässt. Und dass er unterwegs ist, eben als dieser Mutant, als dieser Hexer, der länger leben kann, der auch relativ unverwundbar ist, der ein großartiger, genialer Kämpfer ist, wenn nicht gar die Kampfmaschine schlechthin. Und den begleiten wir zu Beginn doch recht dialogmäßig oder episodenmäßig in seinen Aufträgen, wo er auf irgendwelche Monster trifft. Und das erzählt uns so ein bisschen die Geschichte von Geralt von Riva. Gleichzeitig erfahren wir die Geschichte von Yennefer, die ich auch großartig besetzt finde. Ein junges Mädchen, das verkrüppelt ist, wo wir weitere Infos dann auch irgendwie noch erhalten, wo wir schon irgendwie erahnen, dass aus diesem Mädchen irgendwann diese große Magierin, Zauberin wird, die doch recht machtbesessen ist. Und Ungerechtigkeit auch erahnen lässt und oder weiß, dass es die gibt und eigentlich was dagegen machen möchte. Diesen Erzählstrang bekommen wir parallel erzählt. Auch die Geschichte von Cirilla von Sintra wird uns erzählt, ein junges Mädchen, die durch eine Vorsehung gebunden ist an Geralt, wo wir die Geschichte dahinter erfahren. Die ist mir im letzten Wunsch noch nicht so aufmerksam untergekommen, also die war noch nicht so präsent. So denke ich, dass man sich durchaus eben einfach schon für die Bücher ein bisschen spoilert, was ich jetzt aber gar nicht schlimm finde. Ich habe ja das Lied von Eis und Feuer auch erst nach den ersten 4, 5 Staffeln Game of Thrones gelesen, was ich auch nicht schlimm fand, weil natürlich die Bücher nochmal ein bisschen was ganz anderes erzählen oder auch tiefer da einfach ausholen. Und so haben wir diese drei Erzählstränge, die in sehr unterschiedlichem Tempo erzählt werden, während man Geralt wirklich über einen längeren Zeitraum in kürzeren Episoden sozusagen kennenlernt, läuft die Geschichtenerzählung bei Ciri relativ langsam ab und gefühlt fast in diesem Tempo, wie die Welt, sag ich mal, tickt, also ohne große Zeitsprünge. Während wir bei Yennefer so eine Mischung haben, dass wir so ein bisschen langsamer erzählt etwas bekommen, dann einen Sprung machen und dann irgendwie ganz viel weiter sind. Und das scheint manchen Zuschauer ein bisschen verwirrt zu haben, war zumindest mein Gefühl, wenn ich so die Reviews mir so ein bisschen angeschaut habe, durchgelesen habe, auch mit 2, 3 Freunden und Kollegen gesprochen habe noch, jetzt gestern am 23., für mich heute am 23., da
geht es schon so ein bisschen auseinander, dass das Zeittempo manche verwirrt. Wenn wir ehrlich sind, das hat uns zum Beispiel auch bei Game of Thrones schon verwirrt oder gar auch beim Herrn der Ringe, wo ja auch die Zeitabläufe ganz anders greifbar waren. Das ist manchmal bei High Fantasy einfach so, dass manche Erzählstränge mehr Zeit brauchen, ausführlicher erzählt werden müssen als andere. Und mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich fand es ganz im Gegenteil super spannend, diese verschiedenen Entwicklungen zu sehen und da einfach mitzugehen. Und am Ende, ab einer gewissen Folge, platzt der Knoten und es macht alles so, so viel Sinn. Und ich glaube, bis zu diesem Moment in Folge 4 oder 5, muss man als Zuschauer einfach so ein bisschen dranbleiben, damit das alles irgendwie Sinn macht und auch greifbar ist. Und das fand ich einfach großartig. Wobei es mich, wie gesagt, schon ab Folge 1 wirklich gefesselt hat. Es war wohl mit die beste Folge eins einer Serie, einer neuen Serie, die ich anfange, die mich so gepackt hat. Also das ist echt sehr, sehr selten, auch Game of Thrones. Um doch den Vergleich herzuziehen, hatte mich nicht in der ersten Folge. Auch da hat es 2, 3, 4 Folgen gedauert, um so dieses ganze Machtgespiele, Geränke, diese ganzen Charaktere irgendwie greifen zu können. Hier war ich, wahrscheinlich war auch das Buch relativ kurz in meiner Erinnerung her, sofort drin. Ich war sofort geflasht von dieser Welt, die uns gezeigt wird, die magisch ist, die Probleme hat, wo Krieg irgendwie angedeutet wird, wo es aber auch unter den einzelnen Wesen, egal ob es die magischen sind oder die Mutationen oder die Menschen, wo man eben merkt, da ist überall Konfliktpotenzial und auch Geralt selbst hat in sich so viel Konflikte von Selbstzweifel, von mutig sein, von ach dann doch wieder, bin ich eigentlich hier richtig, mache ich alles richtig, bin ich vielleicht doch einfach dieser Schlechter, dieser böse Mensch, den alle in mir sehen. Und dieser Konflikt in ihm, der ist so grandios auch gezeigt. Zudem finde ich Henry Cavill als Schauspieler grandios besetzt. Ich weiß, es werden jetzt viele, die die Bücher kennen und da Geralt von Riva durchaus anders beschrieben wird, werden mir widersprechen. Allerdings passt er für mich tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, ich bin auch geprägt durch die Spiele und ich fand es sehr humorvoll, wie man auch Geralt einfach gezeigt hat. Ich fand ihn ja jetzt in dem Buch großartig. Ich mochte seinen trockenen Humor, dieses eigentlich weiß ich alles besser und dann habe ich aber doch wieder Zweifel und eigentlich möchte ich das alles nicht und doch kann ich es. Es artet nicht so schlimm aus, wie es bei Frodo zum Beispiel ist mit seiner Bürde, was mich ja total in jeder Szene aufregt. Bei Geralt von Riva hat man immer so diesen starken, großartigen, geilen Typen, ich kann es gar nicht anders sagen, der aber dann doch im Innern eben einfach Konflikte in sich trägt und dann auch auf die Charaktere natürlich drumherum trifft. Und es gibt auch Charaktere, die wurden jetzt schon vorgezogen, die in Geschichten auftauchen, die es da eigentlich noch nicht gibt, zum Beispiel den Barden. Der kommt eigentlich viel später, aber man führt manche Charaktere eben jetzt schon so ein bisschen ein, damit die uns in den nächsten Staffeln auch auf jeden Fall ja im Grunde ja begleiten können und wir die greifen können. Und das, oh, es war einfach großartig. Ich fand diese 8 Folgen wirklich der Hammer. Es gibt 2, 3 Dinge, die ich nicht ganz so gut fand. Ich glaube, gerade wenn man an die großen Kämpfe, Schlachten denkt, dann war das schon ein bisschen lau. Also es lässt sich dann nicht mit einem Kampf vor Rohan oder vor Mordor vergleichen oder halt mit The Battle of the Bastards in Game of Thrones. Das merkt man. Man merkt da schon, dass das Budget nicht ganz wahrscheinlich so groß ist wie in der Filmproduktion oder wie Game of Thrones in Staffel 6 hatte. Aber was wiederum grandios waren die einzelnen Kämpfe, wenn Geralt wirklich in den Mittelpunkt rückt und gegen seine Feinde kämpft. Das fand ich grandios choreografiert. Zudem fand ich manches CGI nicht so gelungen. Auch hier würde ich die Drachen als nicht so gut bewerten. Auch manchmal überlagert sich doch so ein bisschen was. Und ja, es war manchmal nicht perfekt. Aber ich glaube, dass das immer so kleine Meckereien sind, die man einfach hinnimmt. Und ich glaube, umso größer The Witcher wird, lassen wir uns da vielleicht tatsächlich mal über eine 3., 4. Staffel sprechen, umso
besser und mehr wird, dieses Grafische. Weil alles, was in diesem Kleinen ist, in den Nahaufnahmen ist, in dem Fokussierenden ist, das ist wirklich der Hammer, wenn zwei Charaktere Dialoge führen, wie der Schnitt ist, wie der Schnitt auch zu Plötze ist, dem Pferd, was sich Henry Cavill übrigens selbst aussuchen durfte, wenn wirklich Menschen kommunizieren oder Lebewesen, wieder auf die Gesichter Fokus genommen wird, auch im Hintergrund. Und das fand ich fand das einfach großartig. Ich fand das großartig gemacht. Ich fand die Welt großartig. Ich fand das Erzählen großartig. Ich fand es toll, dass man uns nicht erstmal 3 Folgen lang die Welt erklärt hat, sondern uns einfach mitgenommen hat und alles so ein bisschen selbsterklärend dann ist. Ja, man muss denken, ja, man muss dranbleiben. Ich auch weiß auch, dass das manche gestört hat oder wahrscheinlich dann auch stören könnte. Aber ich fand das der Hammer. Man muss sich einfach drauf einlassen und dann ist man drin. Und das fand ich einfach. Zudem eine grandiose Musik mit Songs, die einen wohl jetzt auch ein Stückchen verfolgen. Ich weiß gar nicht, ob es einen Soundtrack dazu geben wird. Gerade das Endlied nach der letzten Folge. Oh, war diese Folge geil. Also ich... Und dann wirklich das Endlied, das hatte für mich Gänsehaut und war einfach der Hammer. Ich bin geflasht, ich bin begeistert. Für mich hat diese Serie alles, was ich mir von High Fantasy wünsche. Für mich hat das alles, was ich an dem Buch, was ich bisher gelesen habe, hat es perfekt übertragen. Ich hatte das Gefühl, ich bin in dieser Welt direkt zu Hause und ich glaube, dass das für mich noch eine ganz, ganz große Welt werden wird und werden kann. Und dass sich hier für mich eine Tür aufmacht und auch aufgemacht hat, die mich endlich mal wieder in was hineinzieht. Und ja, und das so richtig. Und ja, mir gefällt es. Mir hat es unfassbar gut gefallen. Ich kann eine absolute Empfehlung geben für The Witcher. Natürlich ist es eine eingeschränkte Empfehlung. Wer mit High Fantasy nichts anfangen kann, der wird nicht in diese Serie schauen. Also das, ne, aber wenn man High Fantasy liebt, so wie ich, wenn man Herr der Ringe liebt, wenn man, wie alles heißt, liebt, der wird hier definitiv seinen Spaß haben. Mit dieser Magie, mit diesen Mutationen des Hexers, mit diesen Kampfszenen, mit diesen Kreaturen, mit dieser Welt, die wir wirklich wunderbar visuell sehen dürfen. Ich bin einfach begeistert und ich hatte echt viel Spaß. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich eine Serie ist, die ich durchaus im nächsten Jahr direkt nochmal wegsuchte, weil sie mich einfach so gefesselt und begeistert hat. Und ich jetzt unbedingt alle Bücher verschlingen möchte und es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig in den nächsten Bücherwochen werden könnte, wenn ich mich auf diese Bücher stürze. Und ja, jetzt habe ich auch, glaube ich, lange genug geschwärmt und ich, ja, wer hineinschauen möchte, jetzt sind natürlich die Weihnachtstage, es kommt ein Wochenende, es kommt Silvester, Neujahr, es eignet sich auf jeden Fall dazu, sich da mal 2, 3 Folgen anzusehen und das empfehle ich definitiv, auch um manche Verwirrung vielleicht herauszunehmen, die man durch die erste Folge hat, aber dann, ich liebe sie und es war wirklich eine grandiose Staffel und ich bin so gespannt auf Staffel 2. Und das war's von mir. Genug geschwärmt. Ich bin gespannt, ob mancher von euch jetzt schon mal reingesehen hat in die Serie und mir vielleicht auch seine Eindrücke ein bisschen möglichst spoilerfrei natürlich in die Kommentare schreiben möchte. Würde ich mich auf jeden Fall über den Austausch freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Heiligabend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.